streift ein Illager das Land und sucht ein Zuhause. Doch er fand nichts als Hass. Getrieben von der Wut auf all seine Peiniger, wanderte er ziellos in der Welt umher. Doch nach langer Suche fand der Illager etwas, das alles veränderte. Die Kugel der Dominanz. Vom Bösen verdorben, von Rache getrieben, unterwarf der Erz-Illager alle anderen. Wer sich nicht unterwarf, der sollte leiden. Die Illager plünderten das Land. Wer würde den Mut, die Herzensgüte haben, sich der Herrschaft des Erz-Illagers entgegenzustellen? Nun, er wohl nicht. Doch vielleicht du. Damit, moin Leute, herzlich willkommen auf das Dungeon-Spiel. So, wir können uns jetzt hier erstmal einen Skin aussuchen, wie man es auch im richtigen Minecraft kennt. Man kann ja auch einfach Steve sein. Ja, also man kann hier ganz viel machen. Ich würde einfach den Steve nehmen. Oder sollen wir den nehmen? Komm, wir nehmen den und fertig. So. Ja. Passt alles. Online spielen. So. Online Spiel starten. Ich hoffe, dass da jetzt keiner rein kann. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ja, falls es zu Lags kommt, tut mir leid. Ich hoffe, das passiert natürlich nicht. Genau. Das Dorf brennt. Das ist ohne Zweifel das Werk des Erz-Illagers und seiner Schergen gewesen. Sie überziehen das Land wie ein alles verschlingender Flächenbrand und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Die Zeit für Helden wie dich ist gekommen. Beeil dich! Die Dorfbewohner brauchen dich! Hey, Dorfbewohner brauchen mich. Man muss so laufen. Okay. Dim, dim, dim. Scheiße. Es ist auf jeden Fall ein bisschen komisch, tatsächlich. Hiermit zu laufen. Kämpfe ich. Kann ich denn mein Schwert benutzen? Schwert. Ja, wie kann ich das benutzen? Folge dem Navigationsmarker, um dein derzeitiges Ziel zu erreichen. So greife ich. Okay. So, dann laufen wir doch mal hier hoch. Besiege die Eindringlinge, der auf nach. Was? Der auf nach Helden? Egal. Hier irgendwas machen. Da greift hier dann Zombie an. Da, da. Da. Okay, hier sind Pfeile. Es ist ganz nice auf dem PC zu spielen, aber ich finde es tatsächlich auf dem Konsole etwas besser, aber ist jedermanns Sache.
ne? Kann man ja dann automatisch Saves abschneiden. Wo man schon will. Also es ist halt eigentlich ganz nice das Spiel, aber ich glaube, dass hier fast alles immer dasselbe ist. Aber ich hoffe, das ist so schlimm. Kann ich mit Essen hin? Oh, ja. Ah, hier komme ich schon. Okay. Hier kommt bestimmt gleich irgendwas wieder angelaufen. Hier kommt bestimmt gleich wieder was angelaufen. Oh, komm. Kann ja gar nicht ohne irgendwie was zu machen. Verzauberungspunkt verdient. Alles klar. Verzauber. Mit jedem Levelaufstieg erhältst du einen Verzauberungspunkt, den du zum Aufwerten von Gegenständen einsetzen kannst. Öffne dein Inventar und probier es mal aus. Okay. So. Ausrüstung verzaubern. Wähle einen Gegenstand von deiner Ausrüstung, aus dem du verzaubern möchtest. Ja. Du kannst für jeden Gegenstand aus zufälligen Verzauberungen wählen. Wähle jetzt einen aus. März, los, gewöhnlich. In hier. So, einen müsste ich ja jetzt her haben. Mein. Ein Angriff entzieht dir Leben und so einen Stabschmerz gewähren. Bei 5 Stabeln wird dein Schmerz in deinem nächsten Angriff analysiert. Okay. Ja, und das kostet 2. Alles klar. So, dann gehen wir doch mal weiter, würde ich sagen. Habe ich hier. So, da ist ein Schalter. Du hast gerade ein Artefakt aufgehoben. Öffne das Inventar, um es auszuprobieren. Okay, jetzt kann ich das anscheinend benutzen. Da du das Artefakt nun angelegt hast, kannst du es jederzeit einsetzen. Also die Tasten 1. Scheiße. Hier. Ey, das ist eigentlich ganz nice. Jetzt habe ich diesen Zaubereffekt. Jetzt habe ich diesen Effekt. Okay. Eigentlich eine ganz nice Verzauberung. Ja, ich nehme gleich die Rakete. Dann geht das hier nämlich oben rechts weg. Okay. Du konntest die Dorfbewohner nicht rechtzeitig retten, aber verzage nicht. Sie sind noch irgendwo da draußen und warten auf einen Helden. So, ich habe die Dorfbewohner nicht gerettet. Egal, ist nicht so schlimm. Also der Ladebildschirm leckt wirklich ein bisschen rum, muss man sagen. Aber sonst ist eigentlich alles ganz geil. So. Ja. Eine Kiste. Eine Angel. Alles klar. Kann jetzt eine Angel aus. Mach ich das mal. Lagertruhe. Achso, hier kann ich Sachen einfach. Mission Auswahl. Gesperrt. Abenteuerturm. Wo habe ich das denn gemacht? Bieperwald. Hier und starten. Und gleich wieder so eine Ansage. Na, alles klar. Auf Geheiß des Erz-Illager sind nun alle freien Bürger Feinde des Imperiums der Illager. Irgendwo in diesen Wäldern bringt eine Karawane gefangene Dorfbewohner in ein weit entferntes Gebiet. Finde die Karawane und stoppe die Illager. Oder den Dorfbewohnern droht ein unaussprechliches Schicksal. Okay.
Gerne mache ich das. Also ich muss auch immer hier an diesen Seiten gucken. Da habe ich diesmal nicht gemacht. Hier kann man erstmal. So. Hier was. Okay. Gehen wir mal weiter. Ich habe 80 Pfeile. Schwarz. Bam. Okay. Hier irgendwas. Aha, hier. Diamanten, sage ich schon. Ich meine natürlich Smaragde. Also ist hier irgendwas. Okay. Ah, jetzt werde ich aufgeladen sogar. Oh, 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 oh. Aufladen. So. Einen habe ich gefunden. So, ist hier hinten einer. Okay, aber es mal ab. Was für ein Geräusch die ganze Zeit. Klingt wie so eine Hexe. Oh ne, das gibt's. Ne, doch nicht. Mit denen. Ah, warte mal, bevor ich gehe. Da ist nichts. Aber hier ist sie. Ne, hier gehe ich wieder zurück. Hier ist doch nichts. Habe mich getäuscht. Aber hier ist. Scheiße. Ah! Weg mit denen. So. Hier ist keiner. Man hört keinen Dorfbewohner. Scheiße. Deine Karte, um leichter den Weg zu. Karte. Aha. Okay. Creeper. Oh man. Kennt ihr dieses Lied? Nee, bitte nicht runterfahren. Creeper komm. Creeper. Alles klar. Hier ist nichts. Nein! Hat er geschossen. Hier ist auch nie. Okay, okay, okay. Da ist niemand. Okay. Bam. Mann, warum hört man denn hier die ganze Zeit Wölfe? Blöder Pillager. Rüber hier. Ha? Irgendwas bekommen. 14, 12. Geschwindigkeit. Ha? Mann, hier sind so viele Wiege, die einfach gar nichts bringen.
Nee, ich komme da nicht hoch. Na gut. Dann halt nicht, dann halt nicht. Warum muss ich denn jetzt so? Ach, hier unten? Wo ich muss. Boah. Level auf die Verzauberungspunkt verdienen. Gut, dann verzauber ich jetzt wieder mein Schwert. Mein Bogen will ich ehrlich gesagt nicht verzaubern. Oder kann ich das nicht? Nee, ist zu teuer. Aber den hier kann ich verzaubern. Giftwolke oder Explosionsbogensee. Kaum eine Giftwolke. 3 Schaden pro Sekunde macht. Hi. Kommt her, kommt her. Okay. Ich kann. Hier hinten ist noch ein Zombie und noch einer. Kann die echt gefühlt an jeder Ecke laufen. Aber warum sind hier keine Dorfbewohner mehr zum Ausrufen? Gibt es nur einen oder was? Ja, komm her. Nichts mehr. So. Ja, hier unten ist niemand. Ich. Nein. Hoch. Zack, zack, zack. Go, let's go, let's go. Erstmal ein bisschen hier wieder dingsen. Ihr wisst Bescheid. Oh. Nee. Ach. Piss dich. Du auch. Mit dir. Ja, ein Schau. Oh. Ey, wie viele sind denn hier? Habe ich gerade ein Dings. Jetzt habe ich gerade ein Dings bekommen. Ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. Stirbt. Bam, bam. Boah, yo. Da sind Maraktaus. Ach ne, ich höre schon wieder so Magier, glaube ich. Ich glaube, das sind so Magier, die die Geräusche machen. So, hier ist nichts mehr. Dann kann ich hier rüber irgendwo. Bin jetzt hier lang. Da. Pfeile bekommen. Der Wang droppen scharfe Pfeile. Keine Ahnung, seit wann die das droppen. Aber ist auch nicht so schlimm. Oh, hier sind Spinnen. Ich weiß, dass die mich abschießen. Bam. Mit dir. Ey, hier ist auch nichts. Weiß ich. Unten. Ey, da ist ein Spinnetz. Nee. Op. Ah! Wo kommen die denn alle her? Hier ist schon alles voll gespinnet. Lass mich frei. So. Ich baue. Ich glaube, ich bin jetzt die ganze Zeit unsichtbar, bis ich Dings. Okay, doch nicht. Hier ist wieder ein Dorfbewohner. Ein Dorfbewohner befreit. Weiter aufbefreit. Aha. Bei befreit. Oder befreit. Ich
Und einer, zwei fehlen. Fehlt auf jeden Fall keiner. Ach hier. Nee, es fehlen ja noch zwei. Warte, wo ist denn der andere? Höre ein. Ich höre einen. Aber wo ist der? Wo ist denn der? Der fünfte. Wo ist der fünfte? Also hier war einer, glaube ich. Ah. Höre einen. Da oben! Hier oben war er. Bam. Suche den Ausgang, ja, den brauche ich. Und die Pfeile auch noch einsammeln. Zack. Bam, bam. Bam. Zack. Indigkeit. Und leere. Während des Smaragde aufsammeln sind wir noch. Oh, scheiße, 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 scheiße. Ah! Weg. Boah, geschafft. Boah. Der Magier muss sterben. Hier. Boah. Kommt der denn her? Nein. Mama. Ah. Boah. Ich muss mal ganz schnell los. Also Creeper muss man echt einfach damit killen. Man kann die nicht so. Mit dem Schwert. Ich glaube, ich kann tatsächlich jetzt nichts wählen. Ah doch. Oh. Da wurde ich gerade angegriffen. So, jetzt aber. Warte. Alle drei, die haben beide dasselbe. Kann ich doch lieber das nicht verzaubern. Ja, mach ich doch das. Und fertig. Echt? Noch nicht fertig? Warum denn? Ach so, ich glaube, ich muss das anklicken. Das ist bestimmt möglich. Ja, ich muss es tatsächlich anklicken. Die Dorfbewohner wurden dank deiner Hilfe aus den Klauen der Illager befreit. Yeah! Die Folge geht auch fast eine halbe Stunde.
Okay. Nice, nice, nice. Öffnen wir noch die Kiste einmal. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like, ein Abo und einen Kommentar da. Will mich auf jeden Fall sehr supporten und auch freuen. Und wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Euer Sandu. Ciao, ciao.